Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute Deliver Us the Moon oder auf Deutsch Bring uns den Mond zurück. Ein Science-Fiction-Thriller in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde komplett erschöpft sind und ein einzelner Astronaut zum Mond geschickt wird, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Entwickler Geoken Interactive und der Publisher Wild Productions haben mir freundlicherweise einen kostenlosen Key für dieses kleine Schmuckstück zur Verfügung gestellt. Und veröffentlicht wurde es am 10. Oktober 2019. Das ist jetzt 2 Tage bei mir genau her. Es war allerdings vorher schon einige Zeit im Early Access spielbar. Damals allerdings nur irgendwie so 1-2 Stündchen der Geschichte. Mittlerweile ist die komplette Geschichte offenbar abgeschlossen. Insgesamt hat das Spiel eine Spielzeit von 5 bis 6 Stunden und es ist eher so ein lineares Spiel, wo man sich einfach mal ein bisschen auf die Geschichte einlassen kann, ein bisschen staunen kann, ein bisschen was erleben kann. Also es ist keine Open World oder so. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, weil die Bilder und die Videos, die sehen so vielversprechend aus. Es ist genau mein Ding. Ich mag so Survival-Erkundungsspiele, die vielleicht auch noch im Weltraum spielen, wo du alleine unterwegs bist, wo du ein bisschen was über die Crew erfährst, die vielleicht hier mal gelebt hat oder über die Situation und dann ist irgendwas ganz unheimlich und so weiter und so fort. Und ich hoffe, das alles bekomme ich heute mit Deliver Us the Moon. Wir spielen 1 Stunde an und dann könnt ihr euch mal selber ein Bild davon machen. Und ich schau mal, wenn es gut ist, werde ich es natürlich zu Ende zocken. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los und gehen mal auf neues Spiel. Ich bin in den Zwischensequenzen und so weiter, wenn da was kommt, einfach mal komplett ruhig, damit ihr das auch schön verstehen könnt. Und ja, wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Viel Spaß dabei! Einst schienen die Rohstoffe endlos zu sein. Aber 2030 begann die große Energiekrise. Als unsere Welt beinahe aufgebraucht war, schufen die Weltmächte die World Space Agency, um jenseits der Erde Antworten zu finden. Diese Antwort lautete Helium-3. Das energiereiche Isotop wurde auf dem Mond im Überfluss entdeckt. Damit würde die Menschheit ihren Energiebedarf auf Jahrzehnte decken können. Im Jahr 2032 wurde der Mond kolonisiert. Unter Anleitung des Lunarrats konstruierte die WSA mehrere Siedlungen zur Helium-3-Ernte und Verarbeitung. Ein revolutionäres Energienetzwerk übertrug diese Energie zur Erde. Der Mikrowellen-Energietransmitter. Oder MPT. Für eine Weile schien alles gut. Doch eines Nachts im Jahr 2054 gingen die Lichter aus. Keine Energie. Der MPT war offline und die Verbindung zu den Mondkolonisten brach ab. Aus Mangel an Ressourcen, um eine Rettungsmission zum Mond zu starten, wurde die World Space Agency 2055 aufgelöst. Aber eine kleine Gruppe früherer WSA-Kolonisten weigerte sich, den Untergang zu akzeptieren. Um das Schicksal der Kolonie zu ergründen und den MPT zu reaktivieren, bereiteten sie eine Mission von einem verlassenen Raumhafen in der Wüste vor. Jetzt, 2059, sind sie bereit, einen Astronauten zum Mond zu senden. Niemand weiß, was ihn dort erwarten wird. Aber die Mission ist klar. Gib uns den Mond zurück. Freunde und Familien der vermissten Mondkolonisten haben sich heute auf der ganzen Welt versammelt in Gedenken des MPT-Blackouts 2054. Der zu weltweiten Stromausfällen und dem Kontaktverlust zur Mondkolonie führte. Der Blackout war Anlass zu weltweiten Unruhen und führte ein Jahr später zur Schließung der World Space Agency. In weiteren Nachrichten, der größte Staubsturm seit Beginn der Aufzeichnungen hat Klimatologen zu Neubewertungen ihrer Modelle zur Wachstumsrate der Äquatorwüste veranlasst.
Unter Einbeziehung des neuesten Sturms könnte die Wüste bald auf 30% der globalen Landmasse anwachsen. Mehrere Regierungen. Oh, da bin ich schon. Aha, ich kann mich schon bewegen. Und ich weiß nicht, wo ich aktuell bin. Ich bin in einer alten Hütte und der Radio läuft. Wir haben ja im Vorspann gesehen, was da letztendlich passiert ist in dieser Welt. Die Ressourcen sind zur Neige gegangen, man hat den Mond erschlossen und irgendwann ist der Kontakt abgebrochen zum Mond. Und wir sollen jetzt offenbar rausfinden, was es mit dem abgebrochenen Kontakt auf sich hat. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt jetzt schon auf dem Mond bin oder ob wir noch hochfliegen müssen, aber wir schauen einfach mal. So, also wir können hier in First-Person-Modus ein bisschen hier rumlaufen. Ich habe auch gelesen, man kann Third-Person-Modus machen. Und man kann natürlich wieder ganz viele Sachen inspizieren. Fantastisch. Moonman, Far Crossing. Oh, und es gibt auch eine wunderbare Übersetzung. Das ist immer fantastisch, wenn man so Sachen liest und sich die Entwickler quasi die Arbeit machen, das Ganze auch nochmal zu übersetzen. Ein mutiger Astronaut begibt sich zum Mond, seine Mission, die Mondfläche zu erkunden und ihre Geheimnisse zu lüften. Obwohl der Weg einsam ist und es viele Schwierigkeiten gibt, weiß er, dass er es schaffen muss, um die Menschheit zu retten. Aha, sehr gut. Ich mag ja sowas, ne? So beim Erkunden Sachen einfach mal ein bisschen anzuschauen. Die Steuerung ist ein bisschen ungewöhnlich. Sie braucht ein bisschen hier, um anzulaufen. Also ich drücke auf Vorwärts und uah, bis die Geschwindigkeit erreicht, die man normalerweise gewohnt ist von First Person, ist ein bisschen ungewöhnlich. Was haben wir denn hier noch? Einen Koffer. Oh, schöner Ledersessel hier. Davon habe ich noch was gesehen. Einen Plan Launch Sequence. Ah, offenbar stehen wir hier kurz vor dem Start. Da vorne ist ein Anzug. Wir schauen mal drauf. Was haben wir denn hier? Startsequenz, Entwurf des Befehlsmoduls, Bodenstartsequenz, Orbitalzugriffsarm, Zusatz, Antriebseinheiten, bla 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 bla, Phasentrennung, Zündung. Du hast es schon tausendmal während unserer Simulation getan. Wir wissen, du kannst es. Viel Glück, Claire. Ich hoffe, ich muss mir das nicht alles merken. Falls doch, würde ich es gern mitnehmen. So als Hilfe. So, im Radio kommt leider nichts Interessantes mehr. Wir sind bereit zum Missionsstart. Bitte kommen. Oh, wir werden kontaktiert. Gleich, bin gleich soweit. Ich muss mich doch erstmal umschauen hier, Mensch. Es ist erstaunlich dunkel hier drin. Aber okay. Na gut, es gibt nichts weiteres anzuklicken. Und wir drücken mal den großen roten Knopf. Oh, jetzt ist er blau. Und wir können unseren Raumanzug anziehen. Ah, das sieht schon gut aus. Ich mag sowas. Bodenkontrolle an Fortuna One. Hier ist Claire. Bitte Funkkontakt bestätigen. Oh, jetzt sind wir in der Third-Person-Ansicht. Können wir uns auch mal von vorne anschauen. Ich glaube, dass wir eine weibliche Person spielen. Jedenfalls habe ich dazu mal was gelesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, Astrotool WSA, willkommen. Sehr schön, alles übersetzt, fantastisch. Kontakt bestätigen. Kontakt bestätigt. Gehen Sie zur Startplattform und bereiten Sie die Rakete für den Start vor. Wir müssen vor dem Startsturm abheben. Roger that. Betritt die Fesenkopf-Abschussanlage. Das hört sich ein bisschen komisch an. Abschussanlage, naja. Werkzeuge, Datenbank. Es soll auch ein bisschen so Rätsel geben im Spiel. Zwar nicht auf unglaublich schwierigem Niveau, aber ein bisschen rätseln darf man offenbar auch. So, wir gehen hier mal weiter. Öffnen mal die Tür. 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Taurus 5. 4 Jahre haben wir gebraucht, bis die Stadt klar war. Aber Sie müssen sich beeilen. In ein paar Stunden kommt der Staubsturm. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, ist die Fortuna-Mission gescheitert. Endgültig. Wir haben doch noch ein paar Stunden. Kein Problem, wir hatten hier sein Zement liegen gelassen. Einfach mal hier draußen. Also, wir sind offenbar noch auf der Erde, die ganz schön verwüstet ausschaut. Es ist nicht schön. So, wir können laufen. Leider kann ich die Belegung nicht ändern. Wir können langsam gehen, laufen und ich kann leider die Tastenbelegung nicht ändern. Vielleicht geht's jetzt, aber vorhin ging es nicht. Es wird nur angezeigt, welche Tasten was machen.
Aber ich kann leider nichts ändern. Ist ein bisschen schade. So, was ist das hier? Wir scannen das mal. Und schauen in die Datenbank. Der von Isaac Johnson geschaffene MPT übertrug die Energie vom Mond beim Netzwerk von Satellitenschüsseln auf die Erde. Seit Isaac während des Blackouts im Jahr 2054 verschwunden ist, hat Claire Johansson die Arbeit ihres Vaters bis ins kleinste Detail studiert, um sich auf die Fortuna-Mission vorzubereiten. Ah, okay, wir haben hier verschlüsselte Nachrichten. Wir haben hier Missionsnachrichten und Datenwiederherstellung. Das sind offenbar so Sachen, die man finden kann. Und wir haben hier Rauschen. Sehr schön. Wir haben Werkzeuge, Kommunikator, Lampe, Astrotool und Oculus. Das ist unser Scanner. Astrotool ist unser Fallout-Pieper. Pip-Boy. Wir haben eine Lampe, das ist fantastisch. Und einen Kommunikator. Gut, ja, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja irgendwo jetzt zum Mond kommen. Shift sprinten. Jawohl, ich gebe mal ein bisschen Gas hier, aber ich will natürlich auch ganz viel hier einsaugen und mit anschauen. Und das bietet sich natürlich an hier. Oh, sobald wir hier drin sind, geht er in die First-Person-Ansicht über. Ende des Zeitalters der Drähte von Isaac Johnson. Ich sage immer Johnson, wieso sage ich denn Johnson statt Johansson? Stellen Sie sich eine Welt frei von fossilen Brennstoffen und Umweltverschmutzung vor. All unser Energiebedarf wird im Handumdrehen gedeckt. Ein System, das kabellos Energie in aller Welt und darüber hinaus senden kann. Das ist der MPT, der Mikrowellenenergietransmitter. In diesem Buch diskutiert MPT-Erfinder Isaac Johansson, was die Zukunft für dieses revolutionäre System bereithält. Eigentlich eine ganz interessante Idee. Aber momentan reicht es bei uns nur fürs Handyladen drahtlos. Das war es dann auch schon. So, spülen obligatorisch. Wenn es eine Toilette gibt, wo man spülen kann, muss man im Spiel spülen. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Hier sind ein paar Bilder. Was ist das hier? Paris, September 2038. Miami, 2043. Was ist das hier? Die Johansson-Familie. Elisabeth hielt die Johansson-Familie zusammen, nachdem ihr Ehemann Isaac eine Position im Lunarrat übernommen hatte. Nach ihrem Tod kümmerte sich Claire um ihre Schwester Kathy, bevor sie zum Mond gebracht wurde, um bei Isaac zu leben. Sowohl Isaac als auch Casey sind seit dem Blackout nicht mehr gesehen worden. Oh, ach so, das ist eher so ein Schrein jetzt hier. Oha. Das sind die ganzen Sachen. Claire, das war die, mit der wir gerade gesprochen haben. Kathy ist offenbar ihre Schwester, die dann beim Papa auf dem Mond war. Was haben wir hier? Daddy, Mami, Teddy, Mi und Claire. Es ist ein Mädchen. Isaac und Elizabeth sind stolz, Claires kleine Schwester, Kathy Christina Johansson, willkommen zu heißen. Ich liebe sowas, ne? Bei Soma war das ja auch so, da konntest du auch so viel entdecken. Und das hier schlägt offenbar schon richtig schön auch in die gleiche Kerbe. Es ist schön gemacht schon mal. Gefällt mir. So, da vorne ist ein Satellit. Ist das der Sputnik? Natürlich Sputnik. Denkmal. Ein Denkmal markiert den Eingang zum Fiesenkopf-Kosmodrom. Die Anlage war verlassen gewesen, bis das Fortuna-Team sie nach dem Blackout als Operationsbasis nutzte und mit den Vorbereitungen für die letzte Mission der Menschheit ins Weltall begann. Auf dem Schild steht zu den Sternen. Kann ich denn so Türen aufmachen? Nee, das geht nicht. Da ist ein Knopf, da kann ich doch drauf treten. Wenden. Oh! Eine Spielzeugrakete, wie schnuckelig. Dass das kein Achievement gibt, verstehe ich nicht. So, wir gehen mal weiter. Wir müssen hier hochgehen. Wenn ich jetzt hier den Weg hoch genauso lange brauche wie den Weg hier rüber, dann reicht diese eine Stunde nicht, um überhaupt mal abzuheben zum Mond. Aber ich will halt alles mitnehmen, was wir hier so sehen.
Oha. Kaputt oder gehört das so? Ich denke eher kaputt. Yep. Oh, da ist eine Leiter. Unser Protagonist ist sehr ruhig. Offenbar. Was haben wir hier? Einfach mal an einem Rädchen drehen. Wer kennt das nicht? Irgendwas ist kaputt. Einfach am nächsten Rädchen drehen. Und dann funktioniert wieder alles. Okay, ich kann auch auf der Leiter. Normalerweise, manchmal ist es ja so, wenn du einmal auf der Leiter bist, geht er automatisch nach unten oder nach oben. Hier kannst du sogar stehen bleiben und dich nochmal umschauen. Okay, ist hier irgendwas Interessantes? Kann ich denn die... Es ist erstaunlich dunkel. Kann ich denn die Taschenlampe einschalten? Oder muss ich mir die irgendwie erst holen? Astro Tool. Zero G, roll left, roll right. Flashlight mit R. F interact. Control A, S, E. C. Oh, das ist aber eine kleine Funzel hier. Da sehe ich ja gar nichts. Da, wenn ich mit dem Feuerzeug rumlaufe, ist es besser. Das ist ja gar nichts hier. Ich hoffe, das bleibt nicht immer so dunkel. Gut, ich sehe, Sie sind auf dem Weg zur Anlage. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage. Dort können Sie die Rakete zum Start vorbereiten. Sind wir hier alleine mit der Claire oder was ist da los? Oh, das ist der Empfänger. Die Energieübertragung der Mondkolonie sind 5 Jahre vergangen. Erst glaubte niemand, dass man vom Mond Energie an die Erde übertragen könnte. Aber die WSA hat es den Skeptikern gezeigt. Sie werden das auch tun, wenn sie den MPT wieder in Gang bringen. Aber ganz ehrlich, wenn wir den MPT wieder in Gang bringen auf dem Mond, dann schießt er zwar seine Energie herunter, aber hier unten ist doch niemand mehr, der sich darum kümmert, dass das auch gewartet wird alles. Hier ist ja offenbar niemand mehr außer uns. Und die Claire, wenn die hier ist, ich weiß ja nicht, ob die auch hier ist oder ob die vielleicht doch auch Mond ist. Wenn die hier ist, die kümmert sich, kann sich doch auch nicht um alles kümmern hier. Ein schwieriges Unterfangen, aber wir machen das, um die Menschheit zu retten, wo immer auch die ist. Oh, wir haben eine Taschenlampenanzeige, die wahrscheinlich auch weniger wird über die Zeit, könnte ich mir vorstellen. So, hier ist schon mal einer, ein Astronaut. Es ist sehr dunkel. Unsere Zukunft mit Energieversorgung. Fantastisch, dass diese ganzen Texturen auch übersetzt sind. Da sieht man einfach, dass sich die Entwickler da ein bisschen mit Herzblut dran gesetzt haben. Oh, was ist das? Wenn der Strom aus ist, verwenden Sie für die Tür den Code 3548. Oh, wir können den auch einsammeln. 3548. Okay, und das landet im Journal. 3548. 3548. Ist gut für Leute wie mich, die sich alle 2 Sekunden nichts merken können. Dann kann man immer wieder nachschauen. 3548. Kann man denn hier einfach das Licht anmachen oder so vielleicht? Ah, jetzt kommt hier bisschen wenigstens Licht herein. Wobei, die Fenster sind schon sehr dreckig. Da sollte die Catherine, sollte mal wieder hier schön, die Catherine? Cathy, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sollte hier mal durchputzen. Ich meine ja nur. Das Gebäude gehörte mal zur WSA. Jetzt nennen wir es seit Jahren unser Zuhause. Ich kann nicht glauben, dass wir es bald endgültig verlassen. Nachdem dieser Sturm hier durch ist, wird die ganze Region bald zur Wüste gehören. Aber wir wollen doch die Sachen wieder... Das darf doch nicht zur Wüste werden hier alles. Das muss doch gewartet werden. Oh, hier ein Aufzug. Aber nicht für uns. Nur für die Kiste. Ah, ein Brief. Versteckt. Unterm Aufzug. Fehlendes Kolonistendossier. Isaac Johansson, PhD. Geburtsdatum 2001. Ein Millennium ist das hier. Mann, Mann, Mann. Ausbildung, Universität von Denbridge. Luna, Ratsmitglied, Verwandte. Cathy, ich muss mir das mal merken. Cathy Johansson, Claire Johansson.
Ah, die Claire ist das, die ist die, die mit uns spricht. Elisabeth ist die Ehefrau, Kathy ist die auf dem Mond. Psychologisches Profil bekannter Workaholic, in Anspruch genommen durch die Erstellung und Wartung des MPT. Zwanghafte Tendenzen haben Probleme in persönlichen Beziehungen verursacht. Nach dem Tod seiner Frau Elisabeth zunehmend zurückgezogen. Okay, wir lassen es liegen, damit das vielleicht nochmal einer lesen kann, diese vertrauliche Meldung. Es ist sehr dunkel. Zoomen. Achso, wir können einfach zoomen und wir können scannen. Maria Gonzalez ist entschlossen, die Wahrheit über den Blackout des Jahres 2054 zu erfahren und die MPT-Verbindung wiederherzustellen und hat das Fortuna-Team aus der Asche der BSA geholt. Seit 2055 arbeitet Marias Team heimlich an ihrer Mission. Okay, also es gibt auch noch die Maria zusätzlich. Die hat sich aber bisher noch nicht wirklich gemeldet. Was ist das hier? Huygens Forschungsanlage. In Gedenken Huygens Fehlfunktion 2048. Aha. Können wir wieder scannen. Die Sachen, die wir scannen können, die blinken immer so ganz hellblau. Maria war eine der wenigen Überlebenden der Huygens-Kryoschlaf-Fehlfunktion, die sich 2048 ereignet hatte und brachte ihre beschädigte ASE-Einheit mit auf die Erde. Sie hat seither versucht, ihr ASE zu reparieren, in der Hoffnung, die holographischen Aufzeichnungen wiederherstellen zu können, die während ihrer Zeit in der Huygens-Forschungsanlage durch dieses Gerät aufgezeichnet wurden. ASI-Einheit. Wir haben ja auch einen ASI-Knopf. Vielleicht können wir die verwenden. Kann ich die mitnehmen? Aber die ist offenbar kaputt. Sehr geehrte Sarah. Sehr geehrte Sarah? Hä? Wir haben uns vor einigen Jahren auf der Pearson-Raumstation getroffen. Ich wurde nach der Huygens-Kryoschlaf-Fehlfunktion aus dem Dienst entlassen. Erinnerst du dich noch, wie wir über mein kaputtes ASE gesprochen haben? Ich suche nach einem Weg, seine holographischen Daten zu extrahieren und ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Maria Gonzalez. Hallo Maria. Ja, ich erinnere mich. Holographische Daten laufen durch eine spezielle Hardware-Komponente. Ich bin eher auf Software spezialisiert. Daher solltest du dich an meinen Kollegen Rolf Robertson hier bei Pearson wenden. Er ist ein ausgezeichneter Mechaniker. Sarah Baker. Sehr geehrte Sarah. Oh. In Memoriam. An diejenigen, die während der Huygens-Fehlfunktion am 10. Juni 48 verloren gingen. Vergiss niemanden, den wir an diesem Tag verloren haben. Sind da irgendwelche Kryo-Dinger kaputt gegangen? Kann das sein? Antidepressiva. Oha. Dann ist das hier quasi das Zimmer von Sarah, oder? Sarah müsste das sein. Dass hier keine Menschenseele ist, das stört mich am meisten aktuell. Dass hier echt niemand ist. Obwohl wir gleich eine Rakete starten. Die können doch nicht so fortgeschritten sein, dass wir alleine eine Rakete starten können. Oh, da kann ich doch reinkrabbeln, oder? Leider nicht. Na gut, wir gehen mal weiter. Und das ist auch mal ein Raketenantrieb. Und jetzt müssen wir das erste Rätsel machen. Und das Zeug hier wegbewegen. Hui. Schön aufräumen. Fantastisches Rätsel. Crewquartiere.
Oh, jetzt wird's noch dunkler, als wäre es nicht schon dunkel genug aktuell. Da sehe ich ja gleich gar nichts mehr. Vor allem, wenn hier kein Strom ist, wie zum Henker sollen wir die Rakete starten? Ohne Strom. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie kurbeln oder treten oder so. Oh, da war eine Party. Jedenfalls sieht es hier so ein Party-Fähnchen. Also, wir sind offenbar in der Kantine angekommen. Kontrollzentrum. Kann ich aktuell noch nicht rein. Da vorne sehe ich was blitzen. Schauen wir uns gleich an. Lunar Space Food Industries. Kann ich eigentlich springen? Ah, ich kann auch springen. Hui. Und ganz schön gut. Bierpong. Okay, I win. Wer hat gewonnen? John D. hat gewonnen. Claire 3, Maria 1 und wer? Wer ist das? Daniel? Gar nichts. Mann, Mann, Mann. Kein Wunder, dass hier alles den Bach runtergeht, wenn alle am Saufen sind. Fortuna 1 beginnt. Danke an alle. Oh, was ist das jetzt hier? Claires Büro. Wir haben drei plausible Gründe für den MPT-Blackout ermittelt. Erstens der Transmitter der Pearson-Raumstation. Claire, da bist du ja. Hallo? Komm schon, wir feiern drüben. Alle suchen schon nach dir. Ich muss mir das nochmal ansehen, Maria. Wir haben es uns angesehen. Mehrfach. Wir haben alles. Komm schon. Es ist Zeit für die Party. Wird nicht lange dauern. Bin gleich da. Ach, eine echte Johansson. Wenn er sich zu was entschlossen hatte, konnte ich ihn auch nie davon abbringen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wahrscheinlich das Einzige, was uns verbindet. Warum hat er nur die MPT-Verbindung nicht wiederhergestellt? Er hat das Mistding erfunden. Und jetzt sind wir dran. Niemand anders versucht es. Wenn wir versagen... Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn es machbar ist, machen wir es. Darauf konzentrieren wir uns. Geh deine Notizen durch und dann komm zu uns. Okay. Gründe des Blackouts. Zweite Möglichkeit, einer der Netzwerkpfeiler. Ich dachte schon, wieso spricht man mir hier irgendjemand dazwischen? Und stattdessen hat das ja dazugehört zu der Aufnahme. Evakuierungshinweis. Bitte begeben Sie sich zwischen dem 15. und 16. September außerhalb der Fiesenkopf-Kosmodrom-Anlage. Jeder in und um die Anlage herum muss um 5 Uhr außerhalb des Gebäudes zum Rendezvous bereitstehen. Stade passiert. Gibt es hier noch mehr zu erkunden? Ne. Können ja mal schauen. Wir haben jetzt hier 4 Punkte gefunden. Wir haben hier 5 Punkte nicht entdeckt. Fehlpunktion fehlen auch noch. 3 Stück. Datenwiederherstellung haben wir noch gar nichts. Das Kontrollzentrum ist auf der obersten Etage der Anlage. Der Staubsturm kommt näher. Beeilung! Was war das jetzt hier? Oh, hier hat sich was geändert. Hier ist was sichtbar geworden. Das war aber vorher noch nicht sichtbar, oder? So, Claires Büro. Offenbar ist sie eine Technikerin, die sich hier um die Rakete kümmert. Claire Johansson. Vorhin hat es geheißen Johansson. Johansson. Also eine Mischung aus Johnson und Johansson. Claire Johansson, die direkt nach der Universität eingestellt wurde, entwarf die Rakete Taurus 5 für die Fortuna-Mission. Claire war bestrebt, sich dem Team anzuschließen, um das Schicksal ihres Vaters und ihrer Schwester auf dem Mond nach dem Blackout von 2054 aufzudecken. Die alleine eine Rakete gebaut? Wo sind die ganzen Leute? Wo sind alle Leute? Sehr geehrte Frau Johansson, das Gericht entscheidet hiermit, dass nach dem verfrühten Tod der Mutter Elisabeth
Johansson, der Vater Isaac Johansson, als nächster Verwandter das volle Sorgerecht für Kathy, Christina Johansson, erhält. Als ihre derzeitige Vormundin sind sie dazu bestimmt, dafür zu sorgen, dass Kathy zum sicheren Transport zum Mond gebracht wird, um mit ihrem Vater wieder vereint zu werden. Mit freundlichen Grüßen, der ehrenwerte Richter Richard Edge. Achso, die war gar nicht oben beim Papa. Die war noch hier und musste irgendwie hochgebracht werden. Was ist das hier? Eins? Oh, jetzt kommt hier wieder die Anleitung. Bodenstartsequenz, Schaltung, Orbitalzugriffsarm, Zusatzantriebseinheiten, Wasserstoffverbrennung, Haupttriebwerkszündung und Haupttriebwerksabschaltung. Kann ich mir... Oh, hier geht es ja auch noch weiter. Das kann ich mir nicht alles merken. Müsste ich mir irgendwie aufschreiben. So, Vorsicht, Stufe. Auf geht's ins Kontrollzentrum. So, Schränke öffnen geht leider nicht. Nee. Was ist das hier? Generator P2500. Wer kennt ihn nicht? Gut, Sie sind im Kontrollzentrum. Bereiten Sie die Rakete so schnell es geht auf den Start vor. Alter, das sieht alles so verlassen und nicht funktionsfähig aus. Ich meine nur. Vor allem, wenn wir hier drin sind und das alles vorbereiten, wie kommen wir dann in die Rakete? Fragen über Fragen. So, wir gehen mal hierher. Nubium. Neustart initialisieren. Berechne neuen Eintreffzeitpunkt des Sturms. Claire, wir haben ein Problem. Der Sturm nähert sich schneller als erwartet. Viel schneller. Uns läuft die Zeit davon. Weiter, Fortuna. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben. Okay. Beide Treibstoffventile schließen. So, das ist jetzt die Anweisung. Das heißt, ich muss die jetzt schließen. Die Frage ist, wo? Ich mach gleich irgendwas kaputt. Habe ich die Vermutung. Erst die Treibstoffventile schließen und dann den Schlüssel drehen hier. Das ist wichtig. Aber wo sind diese Treibstoffventile? Hier ist was, das sich geöffnet hat. Oh, jetzt müssen wir rüberlaufen. Und da sehe ich auch schon zwei Ventile. Es sieht echt ungemütlich aus hier. Ventil Nummer 1. Das sieht alles so mechanisch aus hier. Als müsste man echt irgendwie in die Pedale treten, um die Rakete abheben zu lassen. Natürlich. Ach komm, da kannst du doch hochspringen und dich festhalten. Und dann, na gut. Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen eine Ersatzleiter. Das sind so die kleinen Rätsel, die dann offenbar im Spiel immer auftauchen. Ein bisschen. Mal schauen, ob hier eine Ersatzleiter drin ist. Nein, hier ist keine Ersatzleiter drin. Kommt mir bekannt vor. Als wären wir hier schon mal gewesen. Ach ja, doch. Da vorne ist das Triebwerk wieder. Wieso bin ich denn... Jetzt bin ich... Oh, ah, Ersatzleiter, Leute. Aha, guckt euch das an. Der Tollfuß ist ein alter Fuchs. So, wir können dich auch drehen. Okay. So, einmal reinstellen hier. Zack. Und Knöpfchen drücken.
irgendeiner Ersatzleiter hätte ich mir zwar jetzt etwas anderes vorgestellt, aber okay. Soll mir auch ganz recht sein. Hallo? Passt perfekt. Ich sag's ja, ne? Hier bricht alles irgendwie zusammen. So, wir haben die beiden Ventile. Okay, die Wasserstoffventile zugemacht. Gehen Sie zurück ins Kontrollzentrum, um die Rakete auf den Start vorzubereiten. Okay. Sehr gut. Die Rakete ist startklar. Sie müssen starten, jetzt, bevor der Staubsturm die Rakete vernichtet und damit alles, okay, wofür wir gearbeitet haben. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, aber genau, da unten hat sich was geöffnet. Lauf! 1:20 nur noch. Soundtrack ist auch ziemlich cool. Hört sich richtig gut an. Kann ich noch was erkunden vielleicht irgendwo vorher? Ich meine ja nur, ich will mir nichts entgehen lassen. Ich hoffe mal, hier liegen nicht irgendwelche Sachen rum, die man lesen kann. Auf geht's! Oh, jetzt wird's aber doch etwas knapp jetzt. Wir haben es geschafft. Der Timer ist weg. Es kann losgehen. Raketensteuersysteme online. Fast geschafft, wie im Training. Sie kriegen das hin. Initialisiere Startprozedur. Gott sei Dank, hier ist ein Poster, wie man die Rakete fliegt. Ah, 12 Sekunden noch. Ich muss hier oben. Ah, hier müssen wir drücken. Zack, zack, zack. Startsequenz eingeleitet. Dann die Nummer 2, das hier. Fahre Orbitalzugriffsarm ein. Vorsichtiger bitte. Oh, wir müssen wieder zurückfahren oder was müssen wir machen? Zack. Perfekt, genau wie in der Übung. Sehr gut. Dann Startsequenz A1, A3. A1. Das ist ja fantastisch. A3. B3. B4. Hilfsaggregate fahren hoch. Das ist richtig gut gemacht. So, nochmal das gleiche. Fahre Sauerstoffarm ein, Held. Gerade so. Bitte vorsichtig mit der Ausrüstung. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ein bisschen nervös. Sauerstoffarm ist gesichert. Fülle die Behälter. Schnellventile. Schalldämpfungssystem aktiviert. Wasserversorgung, Wasserstoffverbrennung, okay. Einfach Knöpfe drücken. Wasserstoffabbrennsystem aktiviert. Raketenbooster bereit für Zündung. Bereit, okay. Yes! Bereit für Zündung. Wir ziehen den Hebel. Raketenboosterzündung start. Triebwerke bereit in 5, 4, 3, aber start. 1. Wir sind gestartet. Bring me to the moon! Oh, da ist das Bild weg. Weil vielleicht der Sturm gekommen ist jetzt. Ich kann leider hier oben nichts erkennen. Abflug von der Erde steht hier. Es rumpelt und puppelt, aber wir müssen jetzt dann bald die Atmosphäre durchbrechen. Da sind wir auch schon durch. Da habe ich kurz den Mond gesehen. Sie sind auf dem Weg, Fortuna One. Nice. Oh, fantastisch.
Triebwerk abgeschaltet. Phasentrennung, Zündung der zweiten Phase. Muss ich noch irgendwas drücken, Leute? Es sieht nicht so aus. Vor kaum 100 Jahren war das sicher ein atemberaubender Anblick. Sie sahen eine Erde voller Leben. Und heute nichts als Staub. Wenn sie das MPT-Netzwerk zum Laufen kriegen, könnte es nach dem Fall der Mondkolonie endlich wieder Hoffnung geben. Um unsere Welt wieder aufzubauen und vor allem an die Zukunft zu denken. Sie müssen den MPT in der Pearson-Raumstation finden. Von dort wird die Energie zur Erde übermittelt. Das war das letzte Glied im MPT-Netzwerk vor dem Blackout. Wenn es Antworten gibt, dann dort. Claire? Wir müssen runter zum Schutzraum. Der Sturm wird schlimmer. Verstanden. Fortuna One, der Sturm wird den Funkkontakt unterbrechen. Sie sind dann eine Weile allein. Um die Station zu erreichen, müssen die... Natürlich. Machen Sie auf keinen Fall. Ich gebe euch den Mond zurück. Keine Sorge. Da schwebt auch schon irgendwas rum hier. Schließe die zweite Phase der Startsequenz ab. Schließe die erste Phase ab. Die haben wir schon abgeschlossen. Fantastisch. Okay, Abschaltung des Haupttriebwerks. Haupttriebwerk heruntergefahren. Zündet die Schubdüse der zweiten Phase. Los geht's. Bereit für Zündung. Auf geht's zum Mond. Erinnert mich am Kerbal Space Program. Ah, hübsch. Ich stehe halt total auf sowas, ne? Das muss einem halt gefallen, sowas. Wenn du nicht weißt, was du dich erwartet in der Geschichte, du brichst ins Unbekannte auf. Deliver us the moon. Oh, das ist der Transmitter, oder? Das ist das, wo sich wahrscheinlich alles abspielt. Docke an die Station an. Okay, ich muss mich bewegen. Ah, ich kann mich ganz leicht, sieht man es, wie ich mich bewege. Space nach oben, Control nach unten. Das ist ja echt wie bei Kerbal Space Program jetzt. Außerhalb des Sicherheitsbereichs. Okay. Wie kann ich... Ach so, vorwärts geht. Ah, okay. Vorwärts. ...560 Units noch. Wir müssen das alles langsam machen, natürlich. Damit wir hier nicht in die Station krachen. Wie schnell geht denn das hier? Perfektes Undock-Manöver. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell. Wunderbar. Fortuna One. Sie müssten jetzt Pearson erreicht haben.
Welcher Sturm hat unsere Instrumente beschädigt? Oh, die Schwebe. Wir können die Position nicht erfassen und keine Nachrichten empfangen. Aber wir können Fluktuationen im MPT-Netzwerk erkennen. Wenn Sie das hören, erreichen Sie das Kontrollzentrum, finden Sie den Fehler in der MPT-Verbindung und bringen Sie sie wieder online. Viel Glück da oben. Oh, das ist ja richtig gut. Ich schwebe jetzt hier, natürlich. Eines Tages mache ich das Gleiche, steht hier. Aber von wem ist das hier? MPT-Netzwerk offline, Stationsenergie sehr niedrig, Lebenserhaltung offline. Na gut, dann müssen wir uns erstmal um diese Sachen kümmern. Und wir betreten diese Station. Fantastisch. 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Öffnet sich hier irgendwas? Nee. Wir müssen den Weg hier weiter. Sauerstoff. Für 3 Minuten haben wir aktuell Sauerstoff. Das ist natürlich sehr schlecht. Bringe die Lebenserhaltungssysteme wieder online. Sowas ist blöd, finde ich immer, wenn du so unter Zugzwang bist, weil du dann eben nicht alles wieder schön erkunden kannst, sondern immer ein bisschen gleich schauen musst, wo musst du hin, was musst du machen und so weiter. Aber das gehört halt offenbar auch ein bisschen mit dazu. Kann ich Licht... Oh, wir haben fantastisches Licht hier oben. Besseres Licht wie auf der Erde. Das gehört halt auch dazu ein bisschen, um etwas für Spannung zu sorgen. Kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier gleich versagen werde. So, wir haben mal das Zeug hier rein. Öffnen die Tür. Wir haben hier einen gelben Sauerstoffcontainer, der uns vielleicht wieder ein bisschen... Sauerstoff zurückliefert. Sehe ich das richtig? Kann ich den hier einfügen oder? Ne. Also die Bewegung hier fühlt sich fantastisch an, wenn man hier so rumsegelt. Fühlt sich echt an, als würde man, also ne, ich habe ja keine Referenz, keinen Vergleich, aber es fühlt sich an, als würde man wirklich schön schweben aktuell. Da vorne sind nochmal Sauerstoffbehälter und zwar nicht zu knapp aktuell. Und die füllen unser Kontingent wieder etwas auf. Kann ich hier rein? Ist hier offen oder ist das eine... Ah, okay. Also hier gibt es ganz viele Sauerstoffbehälter. Das ist fantastisch. Da ist die Tür offen. Wer hat denn hier die Tür offen gelassen? Im Weltraum die Tür offen lassen? Das kann ja nur Ärger geben. Oh, ich fülle mal hier meinen Sauerstoff komplett auf, bevor wir... auf die andere Seite wechseln. Das hier oben, was ist das hier oben? Kann ich nicht öffnen. So. Auf geht's in die andere Richtung. Ah, hier ist eine Karte. Zentralhub. Ich denke mal, dort sind wir. Waagetrakt, Orion-Trakt, Widder-Trakt, Physics-Trakt. Okay. Ah, da sehe ich schon was, das wir unbedingt brauchen. Ja, damit. So, die Frage ist, muss ich das links hier reinstecken oder muss ich das hier reinstecken? Ich denke eher hier. Okay. Hat sich hier irgendwas jetzt getan? Ach, ich kann die wieder rausnehmen. Jetzt pass mal auf, vielleicht muss ich die doch hier reinstecken. Okay. Einer ist drin und den zweiten, den holen wir uns hier wieder. Nein, da ist die Tür dazu. Mist. Dachte der Tollfuß, er ist unglaublich schlau.
Aber da ist die Tür zu. Habe ich hier irgendwo so ein Teil übersehen? Ah, Rätsel, Leute. Es ist ein Rätsel. Wer kommt denn auf sowas? Wir müssen hier das reinstecken. So, dann gilt das ja auch für die Tür. Und dann das hier rausziehen. So. Und jetzt können wir die beiden hier reinsetzen. Ich habe noch eine Minute. Keine Panik. Es ist wichtig im Weltall immer ruhig zu bleiben. Auch wenn mal nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. So, Lebenserhaltungssysteme offline, sagt er. Ich hole mir noch mal ein bisschen Sauerstoff da vorne, weil der ja doch etwas schneller jetzt hier vergeht. Sind da noch mal neue dazugekommen? Kann das sein? Hat das Spiel sich gedacht, hey, der Tollfuß, der schafft das nicht rechtzeitig? Dem liefere ich extra noch mal welche. So, wir gehen hier runter. Wir müssen das irgendwie einschalten, oder? Nee, wir gehen hier nicht runter. So, wir schauen mal. Lager. Hier ist auch alles zu. Ich habe die Befürchtung, ich komme aktuell nicht weiter. Das sieht doch so aus, als müsste man hier rein, oder? Hier irgendwie, aber das muss ich wahrscheinlich interagieren. Neustart der Lebenserhaltungssysteme. Oh. Ersten Rätsel gleich mal gescheitert. Nee, es hat geklappt. Alles in Ordnung. Gut. Überprüfe die Stromversorgung der Station im Kontrollzentrum der Lybra-Trakt. Jetzt muss ich aber nochmal hier vorne schauen. Hier vorne war ja die Tür offen. Ist die jetzt immer noch offen? Die Tür ist immer noch offen. Wie kann denn? Ach so, das geht gar nicht. Ah, okay, ich dachte, das geht nach draußen. Das ist ja auch noch hier im Gebäude, in der Station. Na gut. Okay, wir schweben mit erhobenem Haupt hier runter. Und da ist wieder eine Nachricht für uns. Warnung, rotierende Teile. Wo sind wir denn hier? Okay, neue Station. Es ist so schwierig, Orientierung zu behalten hier. Aber das ist auch das Tolle. So, wir gehen mal hier rein. Ich glaube, ich stehe auf dem Kopf, oder? Momentan. Roger, Control. Wir sind bereit zum Abstieg. Das MPT-Netzwerk ist weiter offline. Wenn ihr nach Copernicus runterkommt, wird es dunkel. Danke für die Warnung, Pearson. Denkt dran, Sarah. Unser Sauerstoff in der Station ist begrenzt. Ihr habt 40 Minuten nach Ankunft, um den Grund des Blackouts zu finden und das MPT-Netzwerk wieder zu aktivieren. Wenn ihr bis dahin nicht zurück seid, müssen wir ohne euch weg. Verstanden, Control. Bereit? Tja, fies. Ja, und keine Sorge, Control. Wahrscheinlich nur ein technischer Schluckauf. Wir sind gleich zurück. Schauen wir mal, wie es denen da unten so geht. Alex, beginne Abstiegsprotokoll. Alle Systeme aktiv. Abstieg in 3, 2, 1. Abstieg läuft. Was soll das denn heißen? Dass die einfach dann ohne sie verschwinden? Nach 40 Minuten? Das ist aber schon ziemlich, ziemlich grausam, sowas einfach zu sagen, so über Funk. Hey, ist halt dann Pech, ne? Wenn 40 Minuten, wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr halt tot und wir sind weg. Trotzdem viel Glück. Kann man doch nicht machen, sowas. Hier können wir was scannen. Der Pearson Weltraumfahrstuhl, der geht runter zum Mond. Verbessert die Logistik, indem er Menschen und Vorräte zum und von Mond befördert. Als 2054 der Blackout stattfand, wurden die Crewmitglieder der Station Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Fahrstuhl nach unten geschickt, um den Blackout auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt. Ja, 40 Minuten haben wir ja gehört. Notfall. Kann ich hier drücken? Nee, ich kann hier nicht drauf drücken.
muss mich nochmal orientieren. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo ich bin hier. Das sieht jetzt wieder komplett anders aus. So, hier geht's raus. Wir schauen aber nochmal, ob wir hier auch nochmal irgendwas Interessantes entdecken. Ich muss offenbar ein bisschen mit meiner Taschenlampe sparen. Nee, die lädt sich so schnell wieder auf. Da brauche ich nicht sparen, die kann ich eingeschaltet lassen. Das ist überhaupt kein Problem. So, wir gehen mal hier raus und schauen uns um. Pull to open. Einfach mal ziehen. Nein, jetzt ziehe ich ja nichts mehr. Das ist natürlich Quatsch. Wir lassen das offen. Wir wollen uns hier ja ein bisschen umschauen. Oh, da ist der Mond. In all seiner Pracht. Und da geht der Aufzug runter. Wow. So, was haben wir hier? Libra ist hier drin. Was muss ich nochmal machen? Ah, wir müssen eh zum Libra-Trakt. Alles gut, alles gut. Auf geht's zum Libra-Trakt. Wir sind schon fast am Ende der Angespielstunde. Wir werden noch zum Libra-Trakt gehen und schauen dort, was uns noch erwartet. Da sieht es auf alle Fälle zapfenduster aus momentan. Und auch ziemlich durcheinander. Spezi. Cola Mix. Schön eingedrückt. Schön. So, Schlafquartiere. Das Schweben hier ist schon echt cool. Es ist unglaublich mausintensiv, weil du sehr viel hier dich so drehen musst und so weiter. Aber es macht Bock. Wartung kann Ihr Leben retten. Melden Sie etwaige strukturelle Schäden so bald wie möglich dem nächstgelegenen Instandhaltungsleiter. Das ist unsere Pflicht. Das ist falsch getrennt. Wer hat denn hier die Rechtschreibprüfung gemacht? Komme ich hier durch? Ich quetsche mich mal hier durch. Ugh. Jawohl, funktioniert. Die Verbindung des Mondes mit den Menschen. Hier öffnet sich auch die Tür, Rolf Robertson, und das ist Sarah Baker. Na schön, Kumpel. Fast fertig. Keine Sorge, lackiert wirst du später auch noch. Bist du bereit? Der Aufzug ist fast wieder einsatzbereit. Ja, ich flicke bloß noch Alex zusammen. Willst du das Ding etwa mitnehmen? Na klar. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Ohne ihn hättest du es nicht mal zur Luftschleuse geschafft. Der MPT-Blackout kann kein gewöhnlicher Aussetzer sein, Rolf. Da unten ist alles finster. Beim letzten Ausfall... Hast du die Nachricht von der Erde gehört? Nein. Was haben sie gesagt? Ohne das MPT können sie nicht mal mehr Schiffe hochschicken. Verrückt, was? Wir sind die Einzigen, die den Blackout untersuchen können. Rolf, Sarah, wir brauchen euch sofort unten auf der Oberfläche. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, auf geht's. Auf geht's! Oh, da können wir noch ein bisschen was untersuchen. Da blinkt was. Gefahr, Stromschlag, Gefahr. Manipulieren Sie nicht die Hardware oder die Treiber. ASI-Verhaltensupdate. Wir haben doch auch so ein ASI, oder? Ich habe doch hier drinnen... Wo war es denn? Control ASI. Aber aktuell passiert nichts, wenn ich die C-Taste drücke. Ratsmitglied Laverde. Der MPT ist immer noch offline. Was ist los? Der Backup-Strom läuft endlich hier auf der Station und wir reparieren den Pearson-Aufzug, damit er uns zur Copernicus-Mondzentrale bringt, sodass wir jegliche Hilfe leisten können, die Sie benötigen, um den MPT wieder online zu bringen. Wir kommen. Bitte seien Sie vorsichtig. Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson-Station. Also die Sarah und der Rolf, die haben sich quasi hier
mal auf den Weg nach unten gemacht. Hier runter. Und ich denke mal, wir werden es ihnen gleich tun. Oh, ich spiele mal kurz Gitarre noch. So zum Abschluss der Folge. Der Rolf, der alte Spitzel, guckt euch das an. Beobachtet hier die Erde und schaut der Nachbarin ins Fenster. Unglaublich. Was ist das hier? Schönes Bild. Our beautiful blue pearl. Kennen wir schon? Der Rolf, der Spanner. Natürlich. Wir gucken natürlich auch durch. Oh, da siehst du aber gar nichts. Was ist denn das, was hier durchfliegt? Habt ihr das gesehen? Ein Staubkörnchen. Na gut, Rolf ist vielleicht doch kein Spanner. Ich dachte halt nur. Kryoschlafmaschine. Nachdem der Kryoschlafgenerator in der Huygens-Forschungsanlage im Jahr 2048 eine Fehlfunktion hatte, führte Marias Suche nach Antworten dazu, dass sie untersuchte, was von der Maschine übrig geblieben war. Da sie die genaue Ursache der Fehlfunktion nicht ermitteln konnte, sandte sie dieses Fragment zur Überprüfung an den Mechaniker Rolf Robertson der Pearson Raumstation. Das ist quasi ein Modell, oder? Keine Originalgröße. Sehr geehrter Herr Robertson, ich bin eine der wenigen Überlebenden der Huygens-Kryoschlaffehlfunktion. Ich bin kürzlich auf ein Fragment gestoßen, das aus dem Kryogenerator geborgen wurde und ich habe gehofft, dass Sie es inspizieren könnten. Gibt es außerdem eine Möglichkeit, wie ich mein ASE dazu bringen kann, holographische Daten von diesem Tag zu projizieren? Ich möchte herausfinden, was wirklich in Huygens passiert ist. Maria González. Sehr geehrte Frau González, ich habe das Generatorfragment untersucht, das Sie geschickt haben, aber ich konnte nichts Eindeutiges finden. Was die holographischen Daten angeht, die sind leider ortsbezogen. Hologramme können nur dort projiziert werden, wo sie entstanden sind. Sollte der Lunarat jemals wieder den Zugang nach Huygens freigeben, dann denke ich, wäre es das Beste, wenn Sie Ihr ASE mitbringen und die holographischen Daten vor Ort prüfen. Rolf Robertson, Pearson Stationsmechaniker, wird übrigens in der deutschen Version von Gronkh vertont, der mittlerweile schon ganz viele Spiele vertont hat. Das ASE hier, denke ich, kommt später zum Einsatz. Ich denke, wir bekommen das sicher noch irgendwann mal. Und dann können wir eventuell so Holograph-Sachen uns anschauen. Hier ist ein Code. Erinnerung, Sie haben wieder den Code geändert. Der neue Code lautet 2539. Okay, den Code brauchen wir, um ins Kontrollzentrum zu gelangen. Und wie es im Kontrollzentrum ausschaut, das müsst ihr euch schon selbst anschauen. Am besten, ihr schaut einfach mal auf Steam. Da gibt es das Spiel aktuell zu kaufen. Wenn es euch gefallen hat, ich bin aktuell sehr, sehr begeistert. Man spürt, dass die Entwickler sich hier auch ein bisschen Gedanken gemacht haben und nicht einfach so 0815 schnell mal ein bisschen so Space-Geschichten erzählen, sondern mit der ganzen Übersetzung, mit der ganzen Darstellung, mit der ganzen Geschichte. Das ist genau mein Fall und ja, ich brauche euch dazu ja gar nicht mehr erzählen. Ihr wisst auf alle Fälle, dass ich es weiterspielen werde. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, ein Abo, ihr kennt das ja. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut! Bis dann. Und ich mache mal ganz kurz die Taschenlampe aus, damit ich hier ein bisschen Strom sparen kann. Tschüss.